Der dritte Planet in unserem Sonnensystem ist die Erde. Sie ist Heimatplanet der Menschheit und Millionen anderer Arten. Und das nur, weil sich auf der dünnen Erdkruste im Laufe der Evolutionsgeschichte günstige Bedingungen für die Entstehung von hochentwickeltem Leben ergeben haben. Bisher ist es der einzige Planet, auf dem überhaupt Lebensformen nachgewiesen wurden. Zur Erde gehört auch der Mond, ein natürlicher Satellit, der die Erde umkreist. Um die Welt gekommen ist auch eine bestimmte Musikrichtung, die in vielfältiger Weise über die Jahrzehnte weiterentwickelt wurde, der Jazz. Wo er heute steht und was die Hamburger Szene so spricht, das seht ihr jetzt. Saxophon, Kontrabass, Schlagzeug, Klavier, Trompete. Typische Instrumente für den Jazz und für die Blue Orleans Jazz Band. Was früher in der Nachkriegszeit die Musik der jungen Leute war, fristet heute eher ein Schattendasein. In Zeiten von Pop und Elektro findet Musik ohne Verstärker kaum noch statt. Was macht die Szene in Hamburg und welchen Stellenwert hat Jazz in der Öffentlichkeit? Im ersten und ältesten Jazzclub der Stadt, dem Cotton Club, wird dieser Kunst täglich Raum geboten. Seit fast 50 Jahren steht der Inhaber Dieter Rohloff hier hinterm Tresen und hat die Szene verfolgt. Die Szene hat sich insofern verändert, dass gerade bei unserem Jazz, den wir machen ja überwiegend den traditionellen Jazz, hat sich das Publikum natürlich, ist ziemlich alt geworden. Und wir versuchen nun krampfhaft jüngeres Publikum ranzukriegen. Das klappt auch sehr gut, indem wir zum Beispiel Publikum bis 20 Jahre generell umsonst reinlassen. Also die sogenannte Clubszene ist nicht mehr so gut besetzt wie früher und wenn diese Großevents kommen, das ist Publikum, das geht einmal im Jahr vielleicht zu so einer Veranstaltung, aber geht im Grunde nie in die Clubs. Und das ist das Problem. Ein Problem, das nicht nur der Cotton Club fürchtet. Fünfjähriges Bestehen feiert jetzt im September der Jazzclub im Stellwerk, direkt im Harburger Bahnhof. In der Zeit ist viel passiert. 800 Jazzveranstaltungen ist die Bilanz von Heiko Langanke. Er ist Mitbegründer des Fördervereins Jazzclub im Stellwerk und als Initiator diverser Jazzprojekte in der Hansestadt aktiv. Das Problem ist, glaube ich, was ich vor 5 Jahren, als wir angefangen haben und auch davor schon festgestellt haben, dass der durchaus Musikinteressierte, aber nicht unbedingt Jazz, kennende Hamburger, das alles nicht mitbekommen hat. Es findet Jazz im Radio kaum statt, es findet Jazz erst recht nicht im Fernsehen statt. Insofern gibt es wenig Berührungspunkte dazu. Jazz ist da so ein bisschen sehr runtergefallen. Wenn man sich so anguckt, auf was man noch geführt wird, ist das im Grunde, sage ich mal, das, wo große Geschäfte mitgemacht werden. Und die kleinen Sachen, die manchmal viel spannender sind, wo man Leute erleben kann, ob nun in der Musik, im Theater, die man noch gar nicht so kennen kann, das fehlt. So wie auch die nötigen finanziellen Mittel, um die Veranstaltungen ausreichend publik zu machen. Damit einhergeht auch, dass es nicht genügend bezahlbare Proberäume für die Musiker gibt. Das macht es schwierig, neue Ideen und Projekte umzusetzen. Die Förderung für die gesamte Jazzszene in Hamburg ist bei 70.000 Euro. Das ist für eine Stadt wie Hamburg albern, kann man nicht anders sagen. Das ist beschämend im Grunde. Die Kultursenatorin ist uns weggelaufen. So, wir haben jetzt einen neuen Kultursenator, ob der dort überhaupt etwas vorhat. Wir fangen eigentlich wieder bei Null an, muss man so sagen. Und eine richtige Wertschätzung gibt es eigentlich nicht für den Jazz. Und das ist eigentlich eine Sache, da müssen, glaube ich, alle Jazzer sich jetzt mächtig auf den Hosenboden setzen und halt zusammen daran arbeiten, dass wir das durchsetzen. Da ist auf Bundesebene gibt es eher schon Bereiche, wo Clubförderung bundesweit auch angedacht ist, wo auch Jazz schon durchaus mit Fördermaßnahmen bedacht wird. In Hamburg überhaupt nicht. Um trotzdem kreativ sein zu können und sich untereinander auszutauschen, gibt es in einigen Clubs regelmäßig stattfindende Jam-Sessions. Zum Beispiel auf dem Feuerschiff. Hier im Hafen gibt es jeden Montag die Blue Monday, wo sich Musiker treffen und frei musizieren können. Viele von ihnen engagieren sich in Vereinen wie zum Beispiel dem Jazzhaus oder Swinging Hamburg. Man könnte meinen, es passiert viel in Sachen Jazz, wenn man zum Beispiel ans diesjährige Elbjazz-Festival zurückdenkt. Die Öffentlichkeit ist sehr empfänglich für diese individuelle Musik. Jedoch hat diese Großveranstaltung nur wenig mit der Hamburger Szene zu tun. Am besten beurteilen können das die Musiker selbst. Ich würde es begrüßen, wenn die Leute, die hier das Steuergeld verteilen, etwas aktiver sich mal dieser Szene annehmen und einfach begreifen, dass hier wahnsinnig viel rauszuholen ist. Auch als Profilierung der Stadt selbst natürlich. Und das Elbjazz-Festival hat einen großen Nachteil. Da wird gesetzt auf Internationales und Deutschlandweites. Das ist sicher richtig ein Verkaufstrick und eine Verkaufschance, aber die Szene in Hamburg ist unglaublich gut ausgestattet. Das müsste die Stadt noch besser auf der Rechnung haben, finde ich. Das ist sicher ein Defizit. Dieser ältere Jazz, das ist mir so eine Nische mittlerweile geworden, kann ich fast sagen.
der moderne Jazz, der boomt auch. Also es gibt schon, aber es ist eben nicht das große, große Geschäft. Es hat sich seit den 70er Jahren eine gewisse Klientel herauskristallisiert, die ganz kommerziell Musik betreibt. Und da kann man vielleicht nochmal erwähnen, Jazz ist keine Massenmusik. So pulsierend, sagen wir mal, wie in den 50er Jahren, ist es ja nicht mehr. Zum Beispiel Marcel Horst erzählt ja diese schöne Anekdote, dass seine Band, als sie hier im Cotton Club gespielt hat, Vorzugskarten ausgegeben hat, damit die Leute das Recht hatten, überhaupt Eintrittskarten zu kaufen. Weil sonst die Schlange vom Cotton Club, damals hieß es noch Jailhouse Taverne, zu lang gewesen wäre. Das ist natürlich, davon sind wir natürlich heute weit entfernt. Die Jazzszene sucht natürlich ihr Publikum. Dass Jazzmusik nicht zum Mainstream wird, ist klar und sicher auch nicht gewollt. Jedoch gibt es noch viel Potenzial, was es auszuschöpfen gilt. Damit Hamburg als zweitgrößte Stadt Deutschlands in Sachen Jazz nicht den Anschluss verpasst.